Ich denke, wir haben schon noch genügend Geld, dass der Landkreis seine Aufgaben wahrnehmen kann. Wir sind gerade dabei, den Haushalt für 2014 aufzustellen und ich glaube, dass es wieder ein sehr solider Haushalt wird, ohne Neuverschuldung, auch wenn wir ja, wie wir wissen, die Berufsschule nun anbauen. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht weiter verschulden. Das heißt, dass wir einen Schuldenstand haben, den wir einfrieren. Wir haben den Schuldenstand jetzt auf den Stand von 2005 gebracht, obwohl wir ja diese Rieseninvestition Gymnasium hatten. Wir sind kein reicher Landkreis, wir sind auf Investitionen angewiesen, zum Beispiel Schlüsselzuweisungen seitens des Staates. Aber ich glaube, wir können uns sogar noch so den ein oder anderen Luxus leisten, wie zum Beispiel eine Musikschule. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir unsere Aufgaben nicht erfüllen.